Dann darf ich euch noch einmal ganz herzlich willkommen heißen hier zum Health and Beauty Talk. Mein Name ist Alexandra Kobelmüller und ich habe heute die besondere Ehre und eine ganz besondere Premiere, denn ich darf heute durch den Abend führen mit einem ganz besonderen Herzensmenschen und absoluten Top-Spezialisten auf dem Gebiet der Zellgesundheit und noch ganz viele andere Dinge. Ich darf jetzt mal nur ganz wenig sagen. Also er ist Doktor der Ernährungswissenschaft mit einem Studium in der Ernährungs- und Sportwissenschaften in Deutschland und in den USA. Er ist immer in Forschungstätigkeit im medizinisch-klinischen Bereich über Vitamine und Nahrungsergänzung. Er beratet international Unternehmen im Bereich ganzheitliche Gesundheitsförderungsprogramme, Anti-Aging, wissenschaftliches Marketing und Medienarbeit und er ist selbst Entwickler von wirkungsvollen Nahrungsoptimierungsprodukten und Konzepten. Ich könnte jetzt dann noch sehr viel weiterlesen, aber ich möchte jetzt dich ganz, ganz herzlich willkommen heißen, lieber Gerhard, Dr. Gerhard Schmidt. Und ich habe die besondere Freude, heute mit dir durch den Abend zu führen und möchte dir mal schon ganz kurz das Wort übergeben. Und ja, lieber Alexander, vielen Dank für die Einleitung. Ich bin selbst beeindruckt und ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein kann und dass wir zwei heute durch den Abend moderieren können oder den Abend gestalten können. Und eine große Passion von mir ist und auch von meiner Frau eigentlich Menschen nicht nur zu informieren über das Thema Gesundheit, sondern sie auch zu motivieren, zu inspirieren, sie zu ermächtigen und ihnen Mut zu machen, dass sie eigentlich viel mehr können im Bereich oder für ihre Gesundheit tun können, als uns so allgemein nahegebracht wird und was auch im medizinischen und im ernährungswissenschaftlichen Studium eigentlich so beigebracht wird. Und wie du schon sagst, große Leidenschaft von mir seit meiner Doktorarbeit ist das Thema Nahrungsergänzung. Bis dahin hatte ich immer gehört, das braucht kein Mensch. Man kann alles über die Ernährung bekommen und ich durfte dann an einer der größten Studien teilnehmen, wo zwischen der Uni Gießen und der Uni Göttingen über 3000 Leute untersucht wurden, einmal auf leichte Vitaminmangelerscheinungen und auch auf psychische Auswirkungen dieser leichten Vitaminmangelerscheinungen. Und das war für mich damals der Breakthrough und der Initialzünder für meine Begeisterung für das Thema Nahrungsergänzung, weil wir festgestellt haben, wow, wenn du nur ein paar Vitamine in der richtigen Form den Menschen gibst, dann sind die auch psychisch ganz anders leistungsfähig und körperlich sowieso. Also das zum Beispiel zu dem Thema, wieso ich auch heute über Nahrungsergänzung spreche und eigentlich das schon seit vielen, vielen Jahren so meine große Leidenschaft ist. Und es gibt ja eine für mich ganz tolle Besonderheit noch, weil normalerweise heißt es, Dr. Gerhard Schmidt nimmt keine Nahrungsergänzungen, die er nicht selber formuliert hat. Ja. Und jetzt wissen wir da hast du einen großen Anteil und auch meine Frau Beate und der Dietfried. Und das war wirklich so ein Credo. Ich habe eigentlich, glaube ich, ich habe sie nur mal kurz getestet, aber ich habe noch nie länger von, sagen wir mal, Fremdfirmen Nahrungsergänzungen genommen. Und durch euch und durch die Motivation auch meiner Frau und durch dich habe ich dann mal angefangen, habe es getestet und war dann wirklich und bin auch nach wie vor sehr angetan davon. Also das ist auch mit der Grund, wieso ich heute guten Gewissens auch aus der Erfahrung sprechen kann, weil ich die jetzt selbst schon eine Zeit lang getestet habe und ich denke, da werden wir am Schluss auch nochmal dahin kommen. Für mich gilt immer, ich kann das analysieren bis ins letzte Molekül rein. Aber wenn das Ganze nichts wirkt, dann können es 1000 wissenschaftliche Studien geben, die beweisen, so ein Ding ist gut oder Produkt ist gut und es funktioniert. Wenn es bei mir nicht funktioniert, dann nützt mir das nichts. Und von daher ist, wenn ich etwas analysiert habe und erstmal theoretisch gecheckt habe, dann gucke ich natürlich auch, wie wirkt das bei mir? Und das ist eigentlich mit ein ganz entscheidender Punkt. Und da war ich wirklich positiv überrascht von der Wirkung der Hayuna-Produkte und auch der Green Coffee, der nicht mein Freund von Anfang an war, ist mittlerweile also mein täglicher Begleiter und ich bin erstaunt, wie sich das doch so auf die
auf das Energie, auf das mentale und körperliche Energieniveau auswirkt, was viel konstanter ist als, ja, wie wir vorher, du bist ja auch leidenschaftliche Kaffeetrinkerin oder gewesen und da hatte ich Einbrüche und das war wirklich einer der ersten Effekte, die ich hatte und den fand ich schon mal sehr positiv und so kam ich halt und habe halt dann mich auch in die Darmkur gewagt und war ganz begeistert, aber zu dem Thema komme ich vielleicht dann nochmal. Ja, sehr schön. Und wir haben uns ja vorgenommen, dass das zwar eine Wissenschaft ist und dass es hier ganz viel Detailwissen gibt, aber dass wir das heute zeigen wollen, dass das auch sehr simpel geht und sehr einfach verständlich rüberzubringen ist. Und ich darf gleich mal den Bildschirm teilen, weil du hast ja auch etwas für uns vorbereitet. So, also ich gehe gleich mal über zu deinen Folien, lieber Gerhard, und übergebe dir schon wieder das Wort. Ja, ich denke, was wir beide ja gesagt haben, wir möchten heute mal ein paar neue Räume öffnen. Also was man im Hintergrund bei mir vielleicht sieht, diese Tür, die offen ist. Und das ist auch so ein Credo von mir. Ich möchte eigentlich bei Menschen Räume öffnen, dass sie mal in andere Denkbereiche reinkommen. Und ich bin immer begeistert von, oder mir liegen immer ganzheitliche Konzepte am Herzen, die verständlich sind. Also nicht nur einfach, ich erkläre ein Produkt, sondern ich bringe gerne Produkte in einen ganzheitlichen Zusammenhang. Dann versteht man eigentlich besser, warum man sie und wie man sie nimmt und was sie für einen Sinn für einen persönlich haben können und welchen Nutzen. Und das ist eigentlich nur eine Einstiegsfolie. Ich habe nur ein paar wenige über ein Konzept, das ich selber seit vielen Jahren entwickelt habe und vertrete auch gemeinsam mit meiner Frau und weltweit auch schon referiert habe. Das ist ein Zellenergiekonzept und die Hyuna-Produkte passten da hervorragend rein und darum möchte ich wenigstens als Einstieg so mal ganz klein ein bisschen diesen Aspekt anteasern. Und beginnen wir mal mit der Frage aller Fragen, wer sind wir eigentlich? Und wir wollen gar nicht philosophisch bleiben, aber wir sind eigentlich göttliche Wesen, wir sind Geist, Seele, haben einen Intellekt und wohnen in einem Körper. Und dieses Körperhaus, das sollten wir gut pflegen, damit die Seele auch wirklich Freude hat, drin zu wohnen. Der römische Dichter und Satiriker Juvenal sagt ja vor vielen Jahren schon, mens sana in corpore sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Und ich denke, es ist einfach wichtig auch, dass wir unseren Körper pflegen. Und die aktuelle Zeit zeigt ja, dass viele Menschen da sehr nachlässig sind. Aber das ist ja auch ein Credo von Hyuna, die Menschen wirklich auch körperlich, aber auch mental auch im Mindset zu stärken. Kannst du mal eins weitergeben? Und wir wollen auch gar nicht auf dieser übergeordneten Ebene heute bleiben, sondern ich möchte gerne mal auf die Körperebene kommen. Und wenn wir uns mal die Frage stellen, wer sind wir eigentlich auf der Körperebene, dann sind wir eigentlich 70 Billionen Körperzellen. Also wir sind eigentlich nicht ein Organismus, sondern wir sind eigentlich 70 Billionen Organismen, die mehr oder weniger gut zusammenarbeiten. Und auf dieser Ebene, auf der Körperzellebene, ist die kleinste Einheit einfach die Körperzelle. Da können wir jetzt rechts ins Detail gehen, was die alles kann, aber entscheidend ist auch, sind vielleicht so diese, ist die Zellmembran, die spielt eine große Rolle und auch die Energiekraftwerke, die Mitochondrien, wo eigentlich auch Energie gewonnen wird. Und diese Energie oder Zellenergie ist für mich gleich Lebensenergie. Vielleicht kommst du mal auf die nächste Folie, Alexandra. Und ich habe so eine Philosophie entwickelt, eigentlich auch schon seit vielen Jahren. Und ich denke, die ist für jeden nachvollziehbar. Wenn die Zelle, die eine der kleinsten Einheiten ist und wir aus 70 Billionen Körperzellen bestehen, dann sind wir gesund und voller Energie, wenn unsere 70 Billionen Zellen gesund und voller Energie sind. Ich denke, das ist nachvollziehbar, wenn die Energie fließt. Und die traditionelle chinesische Medizin oder die ayurvedische Medizin und eigentlich die Naturmedizin weltweit spricht ja auch davon, von dieser Lebensenergie, von Qi, von Prana oder Qi im Japanischen. Und um diese Lebensenergie geht es letztendlich und die basiert halt unter anderem auch auf dieser Zellenergie. Mal eine nächste Folie. Und die Frage ist dann, und da kann man später auch den Bogen mal zu den Produkten spannen, aber das ist eigentlich nur eine Grundlagenfolie von mir in vielen Vorträgen. Was brauchen eigentlich unsere Körperzellen, um gesund und voller Energie zu sein? Und da kann jeder schon mal so ein bisschen gucken, was deckt da eigentlich das Hyuna-Produktspektrum ab. Aber grundsätzlich brauchen unsere Zellen eine optimale Versorgung mit Nähr- und Vitalstoffen.
Das ist wie ein Brennholz und Anzünder für in einem Kamin. Das ist das, was wir in der Regel über die Nahrung zu uns nehmen. Das Ganze muss gut verdaut werden, also das Magen-Darm-System spielt da eine große Rolle. Und vor allem die Darmflora, die heute Mikrobiom heißt. Also ein gesundes Mikrobiom ist für mich der zentrale Schlüssel und da kommen wir später auch nochmal drauf. Also auch aus persönlicher Erfahrung, für mich sitzt da, ist es ganz entscheidend für Gesundheit, Schönheit in allen Bereichen. Wenn wir mal wieder dieses Kaminbild uns anschauen, also ich habe jetzt den Kamin mit Brennholz und Anzünder versorgt und dann brauche ich natürlich auch Sauerstoff, um das Ganze zum Brennen zu bringen. Auch bei uns in der Verstoffwechslung ist Sauerstoff, zumindest wenn man aerob verstoffwechselt, ganz wichtig. Wasser ist entscheidend, um Stoffe in unserem Körper zu transportieren, nämlich zu den Zellen und auch Schlackenstoffe oder Säuren und Stoffwechselendprodukte wieder zu entsorgen. Also da spielt reines, lebendiges Wasser für die Gesundheit, für unsere Gesundheit eine Riesenrolle. Und da sind wir schon beim kritischen Punkt heutzutage. Wir haben mittlerweile, ich habe gestern eine Studie gelesen, über 3500 Schadstoffe mittlerweile in unserem Wasser, von denen eigentlich nur 60 untersucht werden. Also da zu gucken, dass man an gutes Wasser kommt, wäre schon mal ein erster wichtiger Tipp für heute Abend, mal unabhängig von dem, was ansonsten noch kommt. Ja, wenn Stoffe verbrannt werden, unter anderem auch die Fette, die Kohlenhydrate oder die Eiweiße, wenn die abgebaut, verstoffwechselt werden, dann entstehen Stoffwechselendprodukte. Schlacken gibt es ja schulmedizinisch betrachtet nicht, aber es entstehen natürlich Säuren, wie zum Beispiel CO2. Und diese Stoffwechselendprodukte dürfen natürlich aus dem Körper herausgebracht werden, weil sie ansonsten eigentlich den Zellstoffwechsel massiv behindern. Auch für das Thema Gewichtabnahme und Gewichtsmanagement eine große Rolle spielen, aber auch für Schönheit und viele andere Dinge. Also das ist ein Kapitel, ich denke mir, das ist bei Hayuna vertraut, aber da könnten wir einen eigenen Workshop übers ganze Wochenende nur zu diesem Thema machen. Mhm. Wichtig ist auch, dass wir unsere Zellen schützen vor oxidativem Stress. Und zwar spielt die Zellmembran eine große Rolle. Wir können also durchaus mal ohne Zellkern leben, eine Zeit lang, aber nie ohne Zellmembran. Und unsere Zellmembran von unseren 70 Billionen Zellen werden permanent von freien Radikalen attackiert. Das ist der sogenannte oxidative Stress. Und das ist auch eine wichtige Säule, dass wir da unsere Zellen schützen vor oxidativem Stress mit antioxidativen Schutzstoffen. Wo die in der Nahrung sind, wo die bei Hayuna-Produkten vorkommen, da kommen wir später drauf. Ja, einer der Aspekte, der mir ganz in den letzten Jahren sehr am Herzen liegt, nachdem ich auch wirklich eine Begegnung hatte, schon vor vielen Jahren mit dem Fritz Albert Popp, mit dem Professor Popp, einem der namhaftesten Biophotonenforscher, ist das Thema Lichtenergie. Und letztendlich können unsere 70 Billionen Zellen biochemisch gar nicht so schnell kommunizieren. Und da hat man herausgefunden, die Möglichkeit, also warum die so schnell kommunizieren, funktioniert eigentlich nur über Licht, über Lichtenergie. Und die nehmen wir in der Regel auf, wenn wir in die Sonne gehen oder auch über unsere Nahrung. Also deswegen ist es wichtig, lichtvolle Nahrung zu essen. Das ist auch ein extrem spannendes Thema. Und wer sich selber schon mal von sonnengereifter, frischer Nahrung ernährt hat, der weiß, wie erfüllt und gesättigt man ist im Vergleich zu irgendwelchem Schrott, den man isst oder auch zu selbst Fleisch, wo kaum Biophotonen, kaum Lichtenergie enthalten ist. Weiteres Thema ist noch das Thema Schwingungsfrequenz. Also wenn wir auf der Zellebene noch mal tiefer gehen, dann kommen wir zur Ebene der Atome und der Elektronen und dann bestehen wir im Prinzip aus schwingenden Elektronen und Atomen. Und das ist auch ein ganz spannender Aspekt. Eigentlich bestehen wir aus nichts, weil zwischen denen ist nämlich nichts. Aber um es auf die Gesundheit jetzt mal zu bringen, letztendlich, wenn alle Atome, Elektronen, Zellen, Organe harmonisch miteinander schwingen, dann ist das ungefähr so wie bei einem Orchester, was gut aufeinander abgestimmt ist. Gesundheit ist letztendlich, eine Symphonie der richtigen Schwingung unserer Zellen, Atome und Elektronen. Gehen wir mal eins weiter. Vielleicht ein Aspekt noch, bevor wir dann wirklich in die Produkte auch einsteigen, aber um mal klar zu machen, wie eigentlich Befindlichkeitsstörungen oder Krankheiten entstehen und was wir dagegen tun können, wie machtvoll wir sind, mal dieses Schaubild, was ich auch in einem Buch veröffentlicht habe, noch mit meiner Frau. Wenn wir
wirklich, wenn unser Qi, unser Prana, unser Ki, wenn das alles fließt, wenn wir voller Lebensenergie sind, dann sind wir gesund, dann sind wir fit, dann sind wir jugendlich, dann sehen wir frisch aus. Und wenn wir halt über unseren Lebensstil, ja, unsere Energie in unserem Körper absinkt oder blockiert wird, dann entstehen, das ist jetzt ein ganz einfaches Modell, Befindlichkeitsstörungen, das können mal Allergien sein, Kopfschmerzen. Das sind nach Kurt Tepperwein ja im Prinzip Weckrufe schon mal des Körpers, wie die rote Warnlampe, der rote Ölwarnlampe. Und wenn wir die ignorieren oder einfach mit dem Hammer totschlagen, und der Hammer steht hier sinnbildlich auch für Medikamente, und nicht ursächlich daran gehen, dann verstärkt sich dieser Energieabfall oder diese Energieblockade und dann entstehen irgendwann Krankheiten. Und eigentlich gibt es laut Hippokrates nur eine Krankheit und das ist nämlich eigentlich ein Qi-Mangel. Und wenn keine Energie mehr da ist, dann bin ich tot. Und wer schon mal Menschen in dieser Übergangsphase begleitet hat vom Leben in die nächste Welt, im Übergang, der weiß, dass natürlich der Körper zunächst erstmal genauso ausschaut. Es ist nur der Kiss of Life, wie die Amerikaner sagen, ist die Seele ist weg, der Lebensatem ist draußen, aber körperlich sehe ich erstmal genauso aus. Also das, was uns zusammenhält, ist letztendlich, ist unsere Seele und es ist diese Energie, diese Lebensenergie, die uns ausmacht. Wie das nach unten geht, war die schlechte Nachricht und jetzt kommen wir endlich zur positiven. Wir können eine ganze Menge tun, um aus diesem Stadium unten in der Krankheit, egal wie sie sich ausprägt, in der Befindlichkeitsstörung wieder nach oben zu kommen. Und das funktioniert, das wussten schon die alten Chinesen, neben dem mitgebrachten Qi, angeborenen Qi, habe ich halt auch, kann ich das über die Nahrung, über die Atmung wieder erhöhen. Und da spielt einfach ein gesunder Lebensstil eine Rolle und ganz entscheidend für mich auch eine optimierte Ernährung. Also mit diesen zwei Säulen, und das ist eine Arbeit, die ich, wie gesagt, ja seit vielen Jahren mache und weltweit mache und viele Ergebnisse gesehen habe. Es ist unglaublich, was ich über die Umstellung auf einen gesunden Lebensstil und mit einer optimierten Ernährung für mich erreichen kann im Bereich Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Schönheit und auch Jugendlichkeit. Also es ist viel möglich. Und bei der optimierten Ernährung, aber auch beim gesunden Lebensstil, sind wir ja bei ja, Grundsäulen auch des Hayuna-Konzeptes angekommen. Und das ist das, was mir unglaublich gut gefallen hat, dass neben den Produkten halt auch das Thema Mindset behandelt wird. Da sind ja wir auch oder Alexander, du und die Beate, meine Frau, auch zusammengekommen. Das ist, was der Dirk macht, das sind Sachen, die haben mir gut gefallen, weil Mindset spielt auch eine große Rolle dabei. Und auf diese beiden Aspekte, denke ich mir, gehen wir jetzt mal weiter ein. Speziell auf das Thema optimierte Ernährung. Was können wir damit machen? Und da gebe ich an dich. Dankeschön, lieber Gerhard. Das ist natürlich eine wunderbare Basis. Und jetzt darf ich euch hiermit offiziell in der Hayuna-Welt willkommen heißen. Und möchte nur ganz kurz darauf nochmal zurückkommen, weil es ja auch schon angesprochen wird oder wurde. Die andere Seite ist natürlich, jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Und jetzt begegnen wir aber im Alltag einem ganz anderen Bild, nämlich die meisten von euch kennen Menschen, die einfach zu viel Stress haben, zu wenig Bewegung und so weiter. Ihr könnt selber lesen, geringe Leistungsfähigkeit, einfach Befindlichkeiten, von denen wir gesprochen haben. Und wir können es einfach zusammenfassen, dass das Grundurteil einfach eine Überlastung des Systems ist, sprich einfach einer Übersäuerung. Und ich würde mal sagen, 98% sämtlicher Befindlichkeiten, egal wie stark, haben einfach mit dieser Übersäuerung zu tun. Und das war auch ein Grund, warum ich so begeistert war vom Hayuna-Produktkonzept, weil ich mich immer ganzheitlich auch interessiert habe. Und es hat immer geheißen, wenn du dich gesund halten willst oder wenn du gesund werden willst, musst du genau auf zwei Dinge achten. Nämlich, wie du dem Körper hilfst, diesen Müll und diese Überlastung loszuwerden auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass deine Zellen wieder genug Nährstoffe bekommen. Und alles in einem zusammengefasst ist unser Ziel bei Hayuna einfach ein gesunder Lebensstil. Wir möchten einfach Lösungen anbieten für mehr Leistungsfähigkeit, für Vitalität und für ein gutes Körpergefühl, einfach für Wohlbefinden. Und dazu, genauso einfach wie das jetzt erklärt wurde, haben wir ein ganz, ganz einfaches Produktkonzept, das wirklich jetzt keine Raketenwissenschaft ist, das ganz, ganz einfach in der Handhabung ist. Man muss da jetzt nicht wirklich was dazu lernen. Es ist eine Komplettversorgung ohne Kapseln, ohne Pillen.
und es verbindet Genuss mit Funktion. Es ist auch für jede Altersstufe geeignet und setzt genau bei diesen Aspekten an, wo du, Gerhard, jetzt eben gerade gemeint hast, darauf muss ich achten, um einfach fit und gesund zu bleiben. Das ist einfach eine ideale, ganz einfache Möglichkeit, wieder bei dieser Tabelle wieder ganz oben anzufangen. Wir starten grundsätzlich immer im Zentrum der Gesundheit, dort, wo wir den Körper natürlich auch bei diesem Müllmanagement in erster Linie mal ganz, ganz toll unterstützen können, nämlich im Darm. Und da haben wir einfach etwas, wo wir sagen, wie kann ich jetzt meinen Darm ins Gleichgewicht bringen, damit er einfach meinen Körper aktiv dabei unterstützt, gesund zu bleiben. Und dafür haben wir eine Kur. Ihr seht schon starke Abwehr, Schutz vor Vitalität durch eigene gesunde Darmflora oder Mikrobiom, wie ich jetzt gelernt habe. Und unsere Darmsanierung, wie ich sie gerne nenne, ist einfach eine revolutionäre Darmsanierung. Und wir gehen hier wirklich in ein nächstes Level, weil was wir hier machen, und ihr seht hier, es ist eine Zwei-Phasen-Reinigung, also eine Zwei-Phasen-Sanierung. Wir starten mit der Reinigung, mit dem Hasan Clean, wo wir einfach ganz, ganz sanft in die Reinigung gehen, wo wir den Darm einfach dabei unterstützen, das alles loszuwerden, das er nicht mehr brauchen kann. Wir versorgen ihn dabei zugleich mit wertvollen Ballaststoffen und wir haben auch Stoffe drinnen, die einfach auch mildernd wirken, falls es irgendwo zu kleinen Verletzungen kommen könnte, weil eben schon ganz alter Ballast hier einfach wieder rausgeschleust wird, sage ich jetzt mal. Das ist also wirklich ganz, ganz sanft und das kann in den Alltag mit einfließen. Und hier würdest du im Prinzip in der Früh, und wir haben heute schon gehört, Wasser ist sehr wichtig, einfach in einen Viertelliter Wasser einen Messlöffel von dem Clean reingeben, das schön durchmischen und trinken und damit wäre schon mal der Tag sozusagen mit der Darmreinigung fertig, weil das ist alles, was du tun musst. Das würde dann, wenn du es jetzt zum ersten Mal machst oder mit der ganz simplen Anwendung, weil es gibt unterschiedliche Arten, das anzuwenden, aber mit der ganz simplen Anwendung würdest du das jetzt mal circa 14 Tage lang machen und du brauchst dir keine Sorgen machen, du kannst ganz normal zur Arbeit gehen, du kannst ganz normal deinen Tagesablauf durchführen, du wirst durch nichts gestört, weil es einfach wirklich sehr, sehr sanft ist und den Darm einfach wieder dahin bringt, Dinge wieder aufnehmen zu können. Was wir in der zweiten Phase machen mit dem Hasan Care, wir haben hier 32 aktive, hochdosierte Bakterienstämme, die nichts anderes machen, als den Darm wieder dorthin zu bringen, dass das Mikrobiom quasi wieder auf Vordermann gebracht wird. Und auch hier, wenn das Mikrobiom wieder ganz, ganz stark ist, von innen gestärkt, haben wir auch wieder diese Immunabwehr. Und ihr werdet auch merken, durch die Reinigung und durch den Aufbau des Mikrobioms kommt auch relativ rasch dieses Wohlbefinden wieder zurück. Und auch hier beim Hasan Care ist es empfohlen, dass du in der Früh ein Glas Wasser nimmst, einen Messlöffel hineingibst und auch dann ist es schon wieder erledigt. Das wird auch wieder circa 14 Tage dauern und damit hast du im Prinzip eine ideale Darmsanierung durchgeführt. Wir haben ein ganz spezielles Extra, ein ganz spezielles USP, weil das die einzige Darmsanierung ist, wo quasi die Bakterien nicht in der Darmpassage oder im Dünndarm irgendwie reduziert werden, sondern sie vermehren sich sogar noch da, wo es wirklich drauf ankommt, nämlich im Dickdarm. Das heißt, die Darmbakterien verzehnfachen sich genau dort, wo es drauf ankommt, nämlich im Dickdarm dort, wo im Prinzip die Probleme entstehen. Das muss man ganz klar hervorheben. Und ja, ihr werdet es merken, dass automatisch durch die Reinigung ein gesteigertes Wohlbefinden wieder entstehen darf. Wir empfehlen die Darmsanierung mindestens zweimal im Jahr. Wenn du dich besonders mit Mindset auseinandersetzt, würde ich sogar sagen, bis zu viermal. Einfach, weil wenn hier unten aufgeräumt ist, ist man oben auch wieder klar im Denken. Es ist auch, hat auch einen Einfluss auf unsere Emotionen, ja, und auf unser allgemeines gutes Körpergefühl. Lieber Gerhard, möchtest du dazu noch was sagen? Sonst würde ich gleich weitergehen. Ich höre dich leider nicht.
Entschuldigung, ich hatte ausgemacht, dass überhaupt dieses Darmkonzept so im Vordergrund steht, war für mich wirklich ein schlagendes Argument auch für Hayuna, weil das ist auch absolut meine Philosophie. Also erstmal persönlich ist meine Schwachstelle auch im Darm zu suchen und ich reagiere schnell über den Darm und von daher bin ich da hochsensibel. Und für mich ist der Darm einfach ja die Schaltzentrale für Gesundheit von Körper und Geist. Also da sitzt das Immunsystem, 80% des Immunsystems, da sitzen 90% unseres Serotonins produziert. Und über die Darm-Hirn-Achse funktioniert eigentlich die Information eher von unten nach oben und nicht von oben nach unten, wie wir denken. Da können wir jetzt stundenlang drüber reden. Aber auch für die optimale Nähr- und Vitalstoffversorgung ist der Darm wichtig. Für den Aspekt Schönheit ist der Darm wichtig. Für unsere Stimmung über Serotonin. Also für mich ist ein Produkte zu nehmen, ohne vorher zu sanieren, da nehme ich mir unglaublich viel der Wirkung. Also das sollte eigentlich... Macht auch jeder jeder Naturheilkundler und Heilpraktiker, wenn er an die Basis geht, er fängt im Darm an und saniert da mal. Und von daher ist das ein gutes Konzept und ich stimme dir zu. Ich persönlich mache es jetzt auch das zweite Mal und nach 3 Monaten. Und man kann das durchaus öfter machen, weil einfach damit diese Belastung halt, damit der Darm halt gepflegt und wird und entlastet wird. Also von daher ganz wichtig und ist für mich eine absolut wichtige Säule in dem ganzen Konzept. Genau, und von dieser Säule, danke schön, von dieser Säule, wenn wir jetzt überlegen, jetzt haben wir den Darm fit, jetzt ist er bereit, wieder die Stoffe wirklich aufzunehmen, die wir ihm zufügen, dann haben wir schon mal einen ganz großen Teil von diesem Müllmanagement sozusagen gut organisiert. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, die ganz, ganz wichtig ist und die man im Alltag ganz gerne mal vergisst, nämlich auch einen Beitrag zu leisten für den Säure-Basen-Haushalt. Und hier haben wir ein Kaffee-Funktionsgetränk, das einfach mehr Power für Körper und Geist liefert. Das ist ein Kaffee, mit dem du einfach ganz entspannt in den Tag startest, eine gesunde Alternative, die wirklich gut tut. Das wirst du auch merken, dass es für deine Nerven, ja, für deine Stimmung ein super Beitrag ist und natürlich auch für den Säure-Basen-Management. Die coole Sache beim Green Coffee ist einfach, dass er nicht nur auf Zellebene entsäuert und entgiftet, sondern auch in den Zellzwischenräumen. Und ja, es ist einfach, wenn du den trinkst, Schluss mit Müdigkeit und Muskelverspannungen, Schluss mit Schlafstörungen, Schluss mit Übergewicht. Der Green Coffee hilft dir einfach dabei, wieder in Balance zu kommen. Und wenn du dir jetzt einfach vorstellst, nur durch den Genuss einer Tasse Kaffee unterstützt du gleichzeitig deinen Blutzuckerspiegel. Dein Körper muss eigene Reserven verbrauchen. Das heißt, du hast einen tollen Beitrag für dein Körperfett, das abgebaut wird. Fettreserven werden reduziert und du fühlst dich einfach auch insgesamt leistungsfähiger und konzentrationsfähiger. Die Pilze, die da drinnen sind, unser Maitake und unser Lingzi, die ich gerne unsere Superstars nenne, haben auch einen sehr, sehr positiven Einfluss auf nicht nur auf die Nerven, auch auf die Leber, auf unsere Kreislaufsysteme und schmecken mit der Zeit auch immer besser, weil es kann natürlich sein, wenn du übersäuert bist, dass dir der Kaffee am Anfang gar nicht so gut schmeckt. Mit der Zeit wirst du aber immer basischer und da wirst du auch merken, dass sich der Geschmack des Kaffees verändern wird. Das heißt, mit dieser einen Tasse Kaffee am Morgen bringst du dich angenehm in Schwung, machst dich fit für den Tag und verbesserst noch ganz weit dein allgemeines Wohlbefinden. Du hast gesagt, Gerhard, dass dir der Kaffee am Anfang nicht so gut geschmeckt hat, ne? Ja, gebe ich offen zu. Es war nicht gerade mein Liebling am Anfang. Und es hat sich von mir auch am Anfang nicht von der Formulierung direkt erschlossen. Also ich habe ein bisschen gebraucht, A, inhaltlich und B, mich ansonsten mit dem Geschmack anzufreunden. Aber ich bin dann wirklich dran geblieben und letztendlich hat mich die Wirkung überzeugt nach einiger Zeit. Also wenn man dran ist und für mich war der Schlüssel, dann mal keinen anderen Kaffee mehr zu trinken, sondern wirklich nur beim Green Coffee zu bleiben.
Und als ich diese Umstellung hatte, nur auf Green Coffee, und dann habe ich durchaus auch mal zwei morgens und mittags auch nochmal getrunken, aber dann war plötzlich diese Leistungskurve eine ganz andere. Und ich kann mir das zwar alles theoretisch dann auch erklären, aber die Wirkung war für mich wirklich, und dann in Kombination auch mit dem Body and Mind, war für mich wirklich schlagend. Also das hat mich, da war für mich der größte Effekt zu spüren. Und mittlerweile, also kein Morgen ohne Green Coffee. Also ich würde nie morgens eine normale Tasse Kaffee trinken, aktuell, einfach weil ich starte ganz anders in den Tag. Und die Entsäuerung haben wir ja gesagt auch, das ist ja auch neben eine wichtige Säule eigentlich für die Gesundheit. Und ich habe gerade auch wieder vor zwei Tagen von einem bekannten Naturheilkundler gelesen, man könnte im Prinzip alleine über eine vernünftige Darmsanierung und über eine richtige Entsäuerung einen Großteil der aktuellen chronischen Erkrankungen eigentlich schon eliminieren. Mhm. Also von daher sind das schon mal zwei grundlegende Ansätze, die, die sehr begrüßenswert sind. Also, und wenn man sich das nur vorstellt, nur mit einer Tasse Kaffee, ne? Also ich würde ja empfehlen, mal nur mit einer Tasse am Tag zu beginnen, weil es ja auch oft die Frage ist, wie viel davon man eigentlich trinken darf oder soll. Ja, ich frage dich, wie viel normalen Kaffee trinkst du denn sonst? Ja, also das kannst du dem eigentlich angleichen, wirst aber wahrscheinlich feststellen, dass du weniger als sonst trinken möchtest. Probier mal, wie eine Tasse am Tag auf dich wirkt, und schau mal, ob es vielleicht am Nachmittag noch eine zweite gewünscht ist oder vielleicht sogar eine dritte, aber geh immer mit dem Körpergefühl. Bei mir war es auch so, dass ich festgestellt habe, dass sich einfach meine Leistungsfähigkeit jetzt im Vergleich zum normalen Espresso, wo man sich ganz kurz mal wieder fit fühlt und diese Leistungskurve relativ rasch wieder absinkt, war es beim grünen Kaffee so, dass die Kurve langsam angestiegen ist und relativ lange, also über mehrere Stunden, dieses Gefühl, fit zu sein, geistig und körperlich angehalten hat, bis es dann wieder langsam eben absinkt. Und ja, ich habe so ganz nebenbei damals einfach mal so kurz mit diesem gesamten Konzept 7 Kilo abgenommen. Und ja, da war ich natürlich total begeistert, fühlte mich leistungsfähiger. Damals gab es noch nicht das Body and Mind, das du angesprochen hast. Das ist ein cooles Add-on, ein natürliches Doping für deine Zellen, wo du einfach noch mehr Sauerstoff in die Zellen bringst und dadurch natürlich noch, sag ich mal, noch leistungsfähiger bist, dich noch fitter fühlst. Und fast wirklich ein bisschen das Gefühl von gedopt sein. Wir sind aber auf der Kölner Liste, also von daher ist für Sportler überhaupt kein Problem. Und ich kann einfach damit die antioxidative Wirkung von Green Coffee nochmal sinnvoll ergänzen. Es ist auch ganz, ganz toll für Sportler als für die Regeneration. Und natürlich auch, wenn du die, jetzt wird es wieder aktuell, diese Winterträgheit. Und was hier ganz speziell zu tragen kommt, ist einfach der Vitalpilz Nummer 3, der Cordyceps, der auch der Pilz der Kaiser genannt wird und damals einfach als, Liebesdroge verwendet wurde, einfach weil es die Potenz gesteigert hat. Ich würde mal sagen, was damals gültig war, es gilt auch heute noch, aber das ist nicht das Einzige. Es geht um diese allgemeine Leistungsfähigkeit für den Körper und auch für den Geist. Ja, du wirst einfach fühlen, dass du einfach vielleicht mit noch mehr Vollgas durchs Leben gehen kannst. Und es ist halt diese Sauerstoffversorgung, das hatten wir ja am Anfang, also idealerweise natürlich durch das richtige Atmen. Aber der Cordyceps, ich habe mir dann gleich einige Studien angeguckt, weil der war für mich auch nicht so präsent in seiner Wirkungsbreite. Und es gibt wirklich sensationelle Studien zur verbesserten Sauerstoffversorgung im körperlichen und im mentalen Bereich, allein über den Cordyceps. Und was ich natürlich auch checke, ist, sind immer die Mengen, die drin sind, sind die auch in einer wirkungsvollen Range oder sind die einfach nur auf dem Label und machen einen guten Eindruck? Und das war für mich jetzt auch ein wichtiger Schritt. Also da ist auch eine Menge von Cordyceps drin, die auch wirklich diese Wirkung entfaltet. Das finde ich ja einfach wunderbar. Ich meine, ich verwende die Produkte schon mit Begeisterung seit über 5 Jahren. Und bin total 100%ig überzeugt, aber jetzt noch von jemandem wie dir zu hören, wie die Zusammensetzung einfach passt und was du da alles so zu sagen hast, das finde ich natürlich super interessant und fühle mich dann noch mehr sozusagen bestätigt und cooles Gefühl.
So, jetzt haben wir den Darm fit, das Mikrobiom funktioniert, wir haben unseren täglichen Beitrag für unseren Säurebasenhaushalt, wir fühlen uns fit und vital. Und jetzt natürlich ist die Frage, was kann ich jetzt machen, um meine Zellen wirklich optimal zu versorgen? Jetzt habe ich viel gereinigt, jetzt schaue ich, dass eben dieses Müllmanagement funktioniert, aber jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was wir tun können, damit die Zelle sich wieder glücklich fühlt. Und du hast es angesprochen, der Körper ist einfach so gesund wie jede einzelne Zelle. Das heißt, es ist ganz wichtig, wie sich unsere einzelnen Zellen fühlen. Und hier haben wir einfach ein Energie-Elixier, wo wir wirklich pure Energie tanken. Und wir haben hier als Basis 80% Aronia-Beeren-Muttersaft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wirklich die ganze Beere drinnen mit allem Drum und Dran, mit Haut und Haar sozusagen, wo wirklich auch in der Schale wichtige Stoffe noch mit in den Saft hineinkommen, wo ein Püree gemacht wird. Dazu noch Granatapfel, dann noch 37 Kräuter nach Hildegard von Bingen. Das heißt, ich habe hier nicht nur das wichtige OPC von der Aronia-Beere drinnen, das einfach ganz wichtig ist für unseren Herz-Kreislauf, für Haut, Haare, für unsere Sehkraft, auch für sogenannte Better-Aging. Und dieser Aronia-Beeren-Muttersaft mit dem Granatapfel liefert auch die nötigen Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente, die der gesunde Organismus täglich braucht. Unterstützt wird das eben auch noch durch bioverfügbare Meeresmineralien. Und ja, wenn ich die Frage mal in die Runde stelle, die könnt ihr euch ja mal für euch selber beantworten. Es gibt so eine empfohlene Menge von Obst und Gemüse, die man täglich zu sich nehmen sollte, nämlich 5 bis 8 Portionen. Stell dir mal selber die Frage, bist du jemand, der das wirklich täglich schafft? Also normalerweise, wenn ich in einem Publikum von 50 bis 100 Menschen sitzen habe, gibt es vielleicht einen oder zwei, die aufzeigen. Und dann ist ja noch die Frage, welche Qualität hat dieses Obst und Gemüse, das du zu dir nimmst? Und hier hast du einfach alles all in one, best in one in 20 Milliliter und ja, bist für den Tag bestens versorgt. Das Einzige, was ich noch einfach dazufügen möchte, ist, hier wirklich zu schauen, wenn du diese 20 Milliliter zu dir nimmst, dass du vorher schon irgendwas in deinen Magen bekommen hast, einen kleinen Snack oder vielleicht machst du es nach dem Frühstück oder nach dem Mittagessen, weil einfach hier auch ganz viele Bitterstoffe drinnen sind, die einfach auch die Verdauung, für die Verdauung wichtig sind und überhaupt den Körper wieder in Schwung bringen. Und das kann schon sein, dass das sehr heftig ist und auf die Leber ein bisschen wie so ein extra Kick auswirkt. Und deshalb kann es sein, ja, dass dir da vielleicht ein bisschen mulmig wird. Und um das zu verhindern, gerade am Anfang, einfach schauen, dass du vorher schon was in den Magen bekommen hast. Und zum Thema Kräuter möchte ich sagen, früher war das einfach ganz klar, dass man bis zu 50 Kräuter täglich zu sich genommen hat. Da hat man sich einfach ausgekannt, da wusste man, welches Kraut wofür. Heutzutage sind das vielleicht 2 bis 3 Stück. Und ja, hier haben wir 37 Kräuter nach dem Rezept von Hildegard von Bingen. Das heißt, hier sind wir wirklich auch von dieser Seite her optimal versorgt. Und auch hier wieder die Bitterstoffe drinnen. Das heißt, wir haben hier Power, wir haben Schutz, wir haben einen Schutz fürs Immunsystem und unsere Zellen. Und wir tanken, wie gesagt, Energie pur. Lieber Gerhard. Ja, ich bin tief beeindruckt. Am besten gefällt mir der Aronia-Beeren-Muttersaft. Also diesen Begriff, den fand ich klasse. Aber spricht für die Natürlichkeit. Und ich möchte vielleicht einen Aspekt nochmal hervorheben. Ich könnte jetzt hier stundenlang was zu sagen, aber diese OPC, die da drin sind, oder die Natürlichkeit, die antioxidative Eigenschaft der Aronia-Beere und des Granatapfels und einiger Vitamine, auch des Q10s, die wirken alle hoch antioxidativ. Und das ist eigentlich die Grundlage eigentlich im Bereich Anti-Aging, aber auch zum Schutz der Zellwände. Und wie gesagt, wir sind im permanenten oxidativen Stress ausgesetzt über unseren Lebensstil, jetzt aktuell auch ganz massiv über diese ganzen EMFs, diesen Elektrosmog, der auf uns einströmt, aber auch, über Rauchen wollen wir gar nicht reden, da haben wir 60 Billionen freie Radikale pro Lungenzug.
Das ist ein Bombardement auf unsere Zellmembranen. Die altern schneller, die Zellen funktionieren nicht mehr richtig und damit funktioniert das System nicht mehr. Also von daher natürliche Stoffe, Schutzstoffe zuzuführen, macht Sinn. Und Obst und Gemüse ist natürlich für mich die Basis. Also sich pflanzenbasiert zu ernähren, ist für mich sowieso ein wichtiger Schlüssel. Das Ganze noch basisch und da sind wir schon fast im Optimum. Und vielleicht ganz kurz nur diese Frage, die du sagtest, wer isst 5 Portionen oder 5 bis 8 Portionen Obst und Gemüse und Salate? Ich mache mir immer den Spaß, halt das in Seminaren weltweit zu fragen. Und ich habe bestimmt schon 50.000 Leute weltweit vor mir gehabt. Ich habe noch nie in einem Seminar mehr als 1% gehabt, die das erreichen. Aber die meisten meinen, sie brauchen keine oder Vitalstoffoptimierung. Also das schafft so gut wie keiner. Und wie gesagt, wie du auch sagtest, da hat noch niemand drüber nachgedacht, woher kommt das Obst und Gemüse? Ist das belastet? Kommt das aus konventionellem Anbau oder was ist da alles drauf? Oder ist das überhaupt sonnengereift oder nicht? Thema Biophoton wieder. Ja, und hier habe ich wirklich in 20 Milliliter eben dieses Äquivalent von 5 bis 8 Portionen Obst und Gemüse. Und das ist natürlich, ich meine, das trinke ich und fertig für den Tag, ne? Auch hier haben wir ein kleines Add-on, das wir nicht in den Saft mit hineinpacken können, weil es hier um Fette geht, die sonst oben aufschwimmen würden. Wir haben hier das sogenannte Cell Power. Hier verpacken wir einfach das Omega-3 und Vitamin D nochmal dazu, dass wir wirklich auch diese Makronährstoffe haben. Wir haben hier drinnen einfach die Bitterstoffe auch aus Moringa, Rosmarin. Und worum es hier einfach geht, ist im Prinzip der Zellschutz, ja, durch die Omega-3s und durch das Vitamin D und das DHA und EPA einfach in der richtigen Balance. Das ist ja auch nicht immer gegeben, wenn man sich heute irgendwo Nahrungsergänzungen kauft, dass man das wirklich im richtigen Verhältnis bekommt. Und auch hier wieder Bitterstoffe und einfach reich an ungesättigten Fettsäuren. Und dadurch, dass das Rosmarinöl dazu gefügt wird, ist auch der Geschmack wirklich gut. Und ja, sorgt einfach dafür, dass wir einfach wirklich diesen Zellschutz optimieren, dass die Zellmembran geschützt wird und ist übrigens auch ein wichtiger Beitrag, nicht nur für Schutz, sondern auch für die Schönheit, auf die wir ja dann noch gleich zurückkommen werden. Aber das ist auch schon mal ein wichtiger Teil. Also die Omega-3 spielen halt wirklich eine große Rolle neben dem Vitamin D. Gab ja jetzt auch gerade bezüglich der letzten 2 Jahre oder 2,5 Jahre genügend Studien, wie wichtig das Vitamin D ist. Und idealerweise tankt man es natürlich auch in der Sonne. Und von daher ist Vitamin D-Zufuhr für mich eigentlich ist essentiell. Und Omega-3 auch, weil wir einfach ein totales Missverhältnis mittlerweile in unserer Nahrung haben zwischen Omega-3 und Omega-6-Fetten. Also wir nehmen viel zu viel schlechte Fette zu uns und wir haben mittlerweile ein Verhältnis von 1 zu 20, 30 und das Ganze sollte 1 zu 2 oder 1 zu 4 sein. Also, aber Omega-3 zuzuführen ist wichtig, aber noch besser ist es eigentlich auch und sehr, sehr, sehr unterstützend ist halt auf die richtigen Fette zu achten und Öle zu wählen, die halt Omega-3-haltig sind und nicht so viel Omega-6 enthalten. Ja, sehr schön. Und zur Anwendung, danke schön, lieber Gerhard, zur Anwendung, da ist eine Pipette drinnen und die gibst du dir einfach so einen Spritzer in den Mund oder in deinen Shot von deinem Aronia-Bären-Muttersaft, also von dem H1, und bist damit versorgt. Also entweder einen oder zwei, je nachdem, na, wie es bei dir ausschaut, wenn du vielleicht schon ein bisschen älter bist, vielleicht nimmst du 2 und wenn du noch ein bisschen jünger bist, vielleicht wird einer reichen, aber du wirst es merken, es schlägt sich auf jeden Fall auf dein Körpergefühl nieder. Und jetzt möchte ich noch einen Superstar vorstellen aus der Klostermedizin. Klostermedizin trifft Modern Lifestyle und hier haben wir etwas, wir haben jetzt gesprochen von Gesundheit von innen. Und jetzt haben wir ein Tool, einen Spray, wo wir die Gesundheit auch von außen sozusagen unterstützen können, weil wir das Immunsystem dadurch abschirmen bzw. stärken können, weil wenn wir uns diesen Spray in den Mund geben, sorgt er ganz einfach dafür, dass über die Schleimhaut, die ja quasi unsere Schutzschicht nach außen ist, keine Bakterien und keine Viren aufgenommen werden können. Die können da nicht andocken.
Das heißt, wenn du unter Menschen kommst, wenn du das Haus verlässt, wenn du irgendwie angeschlagen bist, nimmst du einfach 1, 2 oder 3 Sprühstöße in den Mund. Damit ist die Schleimhaut gut versorgt und du bist geschützt, eben weil es antibakteriell ist, antiviral und einfach eine perfekte erste Abwehr für dein Immunsystem ist. Den Rest, den schaffen wir dann von innen. Und wir haben hier ganz besondere Heilpflanzen drinnen. Ich möchte einfach nur die Zistrose, die ganz besonders wirkungsvoll ist, den Sonnenhut und die Katzenkralle erwähnen in der Kombination. Also es ist wirklich sehr, sehr kraftvoll. Und ich denke, das gehört nicht nur in der Übergangsphase in jede Handtasche. Ich denke, das gehört immer mit dabei, wenn du unter Menschen gehst. Ja, heutzutage einmal mehr. So. Möchtest du dazu noch etwas ergänzen? Einfach nehmen. Also es ist auch eines, ich bin auch begeistert von der Immune Power, dem H1. Ich kam durch euch dazu, ihr habt es mir zukommen lassen in der Phase, wo es offiziell nicht gab. Aber ich sprühe regelmäßig und wie du sagst auch, also ich habe es täglich im Einsatz. Und wir könnten jetzt auf jeden einzelnen Inhaltsstoff eingehen, aber letztendlich ist es auch da wieder, Wirksamkeit ist das alleinige Maß der Wahrheit und einfach ausprobieren. Und es ist einfach in der Anwendung. Sprüh. Genau. Also ich sprühe gerne. Super, vielen Dank. Und jetzt möchten wir noch auf ein ganz besonderes Highlight eingehen, so zum Abschluss. Und zwar gibt es seit 2022 bei Hyuna eine große Neuigkeit. Und auch hier sind wir wieder ganz, ganz einzigartig weltweit unterwegs, denn wir haben ein Konzept, wir haben ein Produkt. Das muss ich natürlich noch sagen. Also der perfekte Start ist natürlich diese drei Produkte, Darmsanierung, Green Coffee und den Aronia Bärenmuttersaft H1 in einer Box. Das ist die Pure Selection Box. Das heißt, wenn du fragst, wie starte ich jetzt am besten, dann würden wir das dir ans Herz legen, weil hier kannst du schon mit all drei Produkten sofort loslegen und in die Erfahrung gehen. Und wir haben vorher uns unterhalten, lieber Gerhard, auch du hast gesagt, Minimum mal 3 Monate zu spüren, wie die Produkte auf den Körper wirken und auch zu sehen, was es macht und dann weiter für dich sozusagen festzustellen, wie du weiter vorgehen möchtest. Ja, eine Grundregel, die eigentlich nicht nur jetzt für die Hyuna-Produkte gilt, sondern das sage ich immer, also es macht gar keinen Sinn, mal kurzfristig Nahrungsergänzung zu nehmen und das dann wieder sein zu lassen, weil man muss einfach mal so einen Zellerneuerungszyklus durchlaufen haben und der dauert einfach 90 bis 100 Tage, bis so mal ein Großteil unserer Körperzellen sich erneuert haben. Manche schneller, manche weniger schnell. Und dafür ist es einfach wichtig, das absolute Minimum ist eigentlich, das mal 3 Monate zu probieren, besser 6 Monate. Und wenn man das volle Spektrum auch an Entsäuerung, an Darmsanierung, an Nährstoffversorgung, an antioxidativer Schutzkapazität ausreizen möchte und die für sich haben möchte, dann würde ich einfach sagen, ein Jahr sollte man sich seiner Gesundheit mal wert sein. Das darf jeder selbst entscheiden. Und was man in der Hand hat, ist natürlich, je mehr ich parallel dazu mache mit dem gesunden Lebensstil, umso wirkungsvoller sind auch nochmal die Produkte. Und für mich war das jetzt auch zum Beispiel, ich habe sofort angefangen, das Body Restart-Programm parallel zu machen. Und es ist wirklich, ist ein tolles Programm, dass ich einfach mal vorurteilsfrei angefangen habe mit meiner Frau. Und ich habe alles drin, von der Bewegung in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Ich habe das Thema Mindset mit drin. Also ich würde auf jeden Fall, vor allem die basische Ernährung, ich würde diese Umstellung machen. Und man sieht einfach den Effekt. Also das ist, wer 3 Monate mal sich basisch ernährt hat, das Body Restart-Programm macht und die Produkte nimmt, der sieht einen Effekt, wenn er sich nicht zusätzlich halt nebenbei mit Alkohol zudröhnt oder halt völlig schlechte Lebensmittel zu sich führt. Aber ich denke, wenn man mal bewusst 3 Monate, 6 Monate in seine Gesundheit investiert, ist das eine Basis, die die wirklich das Leben verändern kann. Und es gibt ja den schönen Ausspruch, Gesundheit ist ein Prozess. Und ich denke mal, man soll sich dem unbedingt mal hingeben, um mal herauszufinden, was dieses einfache Konzept vielleicht auch noch aus deinem Körper, aus deinem Immunsystem noch rausholen kann. Vielleicht kommst du da in Sphären, die du vorher noch gar nicht kanntest.
Und das ist auch Thema Immunsystem halt. Ich meine, das ist etwas, das baut sich über Längeres auf und das kann ich nicht in 4 Wochen oder in 6 Wochen sehen, wie mein Immunsystem sich verändert hat. Das ist einfach ein längerer Prozess und das kann ich mal rückblickend dann immer sehen, okay, ich wurde vielleicht weniger krank oder es war nicht so intensiv. Ich bin besser durch irgendwelche Phasen durchgekommen. Das sehe ich dann bei einer längeren Anwendung einfach. Und wie gesagt, das sage ich nicht jetzt speziell auf die Hayuna-Produkte hin. Das sage ich grundsätzlich beim Einsatz von Vitalstoffoptimierung. Vielen Dank. Ja, und jetzt haben wir von Immunsystem unterstützenden Dingen gesprochen, wie hier eben dieses Gesamtkonzept. Und jetzt möchten wir in strukturbildende Sphären eintauchen. Und jetzt geht es wirklich um das neue Produkt, das wir im April 2022 auf den Markt gebracht haben und auch hier wieder einzigartig, weil wir es einfach geschafft haben, weil Hayuna es einfach geschafft hat, hier 3 Komponenten in ein Produkt zusammenzufassen, das es so weltweit noch nicht gibt. Und zwar, man kennt ja Kollagenprodukte, man kennt Hyaluronprodukte, man hört immer mehr vielleicht auch schon von Spermidin, aber es gibt noch kein Produkt, wo diese 3 Komponenten zusammengefasst wurden. Und darum geht es hauptsächlich in unserem Age Evo. Das heißt, ja, ich bin eine der glücklichen Testerinnen übrigens und es war tatsächlich so, dass man schon nach 14 Tagen einen Effekt feststellen konnte. Und ich möchte jetzt nur ganz, ganz kurz auf die Inhaltsstoffe eingehen. Wir haben ganz viele glückliche Anwender. Ganz einfach, wenn man sich überlegt, wo man Kollagen im Körper überall hat, ja, und braucht. Und die wenigsten wissen, dass wir bereits im Alter zwischen 18 und 28 das Kollagen wieder abbauen. Und ich meine, Kollagen hast du in sämtlichen Strukturen in deinem Körper bis hin zur Herzklappe. Und hier kann ich das einfach wieder von innen sozusagen auffüllen, Schritt für Schritt. Kollagen ist wichtig für die Festigkeit und Feuchtigkeit der Haut, für ein straffes Bindegewebe. Wer will das nicht? Schöne Konturen. Und das ist alles etwas, was ich wieder sozusagen schön rückgängig machen kann. Es ist wie eine Verjüngungskur. Es ist auch wichtig für starke Nägel, für Knorpel, Gelenke und Muskeln. Das heißt, wir haben es jetzt nicht nur mit Beauty von innen zu tun, sondern hier werden auch eben unsere Gelenke, unsere Knochen von innen gestärkt. Das, was vielleicht einfach schon sich reduziert hat, können wir mit dem Age-Evo von innen wieder auffüllen. Die Hyaluronsäure ist einfach unser Feuchtigkeitsbooster. Das ist einfach ein wichtiger Bestandteil unseres Bindegewebes und sorgt einfach durch die Bindung von Wasser oder mit Wasser dafür, dass unsere Haut faltenfrei bleibt, dass unsere Haut, unser Bindegewebe einfach wieder Spannkraft bekommt. Und auch hier ist es so, dass so ab Mitte 20 das Hyaluron im Körper wieder abgebaut wird. Und ja, wer eine glatte, strahlende Haut möchte, schöne Konturen möchte, der ist irgendwie auch auf Hyaluronsäure angewiesen. Und ja, auch hier können wir unsere Reserven wieder vollfüllen. Und das Spermidin ist, wie gesagt, ja, kommt immer mehr sozusagen in den Fokus, weil es einfach die Fähigkeit hat, den Prozess der Autophagie in Kraft zu setzen oder in Gang zu setzen. Was heißt das? Das heißt, dass überschüssige bzw. beschädigte Bestandteile der Zelle abgebaut werden. Also dieser Abbauprozess wird angeregt und es wird wiederverwertet. Das heißt, wir sprechen hier wirklich von Zellrecycling und wir unterstützen damit die Zelle, sich wieder gesund zu erneuern. Das heißt, Thema Spermidin, da geht es um Zellregeneration, Verlangsamung des Alterungsprozesses und Schutz vor Krankheiten. In dieser Kombination dann haben wir noch wichtige Spurenelemente wie Kupfer, wo einfach das Bindegewebe, die Knochen und die Haut ihre Stabilität zurückbekommen, ihre Elastizität und das Zink, das einfach der Zelle hilft, sich wieder gesund zu erneuern und noch mehrere Hautvitamine. Alles in allem sind hier 10 Geheimnisse für die Beauty von innen zusammen in einem Produkt formuliert worden. Und ich möchte mal sagen, der Effekt zeigt sich. Und
Ich würde es auf jeden Fall mal empfehlen, auszuprobieren. Wenn du schon vorher auch die Darmreinigung gemacht hast, ist es natürlich top, weil, wie wir vorher schon gehört haben, dann wirken die Produkte natürlich noch besser. Und ich persönlich muss dazu sagen, also bei mir hat sich einiges getan, nicht nur was das Bindegewebe und die Haut betrifft. Mein Sichtfeld hat sich erweitert. Ich creme mich auch nicht mehr so viel regelmäßig ein und ich hab erst mal mit dieser Auseinandersetzung mit dem Thema verstanden, dass meine Cremes, die ich so hatte für Anti-Aging, für Spannkraft und so weiter, dass die ja eigentlich nur akut wirken, also akut und da auch nicht wirklich in die Haut tief eindringen können. Und hier habe ich etwas, das ich wirklich von innen anwenden kann und wo ich von innen wieder auffüllen kann und du spürst das auch oder ich habe das Gefühl, man spürt es auch, dass sich die Zellen wieder so richtig gut fühlen, dass du dich auch wieder ganz lebendig fühlst. Also für mich ist das damit eine ganzheitliche Herangehensweise, ein ganzheitliches Konzept. Und auch hier haben wir wieder Best in One. Und ja, wir sagen Shake, Drink, Love. Das heißt, du nimmst eine Ampulle am Tag. Manche nehmen vielleicht sogar zwei. Du schüttelst das, weil sich am Boden sonst vielleicht zum Beispiel das Spermidin ablagert. Und dann trinkst du es und fühlst dich einfach wohl dabei und liebst das Leben. Und alles in allem kann man sagen, ja, die Leute, die es verwenden, denen wird oft nachgesagt, hey, was ist mit dir los? Du strahlst so. Und damit finde ich ja den Spruch Glow up your life perfekt. Und damit möchte ich auch die Produktpräsentation abschließen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir noch genug Zeit haben. Lieber Gerhard, möchtest du grundsätzlich zu dem Konzept noch was dazu sagen? Ja, okay, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, ich könnte noch sehr viel dazu sagen. Also wahre Schönheit beginnt von innen, das ist mein Credo auch seit vielen Jahren. Die beginnt einfach bei der Darmsanierung, die beginnt beim Zellschutz über antioxidative Schutzstoffe, die beginnt bei der richtigen Sauerstoffversorgung, die beginnt bei der richtigen Entsäuerung und Entgiftung. Und ist ein ganzheitliches Konzept und das gefällt mir auch. Und wenn ich die Basis lege mit den anderen Produkten, dann wirkt natürlich das H-Evo noch mal besser. Ich bin persönlich ein großer Fan von Spermidin, aber alleine macht das auch keinen Sinn. Also das ist vielleicht grundsätzlich auch, es wird ja jede Woche, besonders aus Amerika kommend, eine neue Sau durchs Dorf getrieben, wo der neue Superstoff da ist. Für mich gibt es den einen neuen Superstoff nicht, sondern es ist immer ein ganzheitliches Konzept mit verschiedenen Stoffen, die ideal zusammenwirken. Und das einfach immer in Kombination mit einem möglichst gesunden High Vibrational Lebensstil. Das ist was wir aktuell auch propagieren. Aber da können wir jetzt nicht drauf eingehen. Wir haben, glaube ich, schon fast die Stunde voll. Also ich habe gerade erfahren, wir dürfen uns noch ein bisschen unterhalten. Also kein Stress. Wir dürfen noch 5 bis 10 Minuten dürfen wir noch anhängen, wenn wir wollen. Also ich denke halt grundsätzlich, was Produkte angeht und da kann man selber mal überprüfen. Also meine Philosophie bei der ganzen Produktentwicklung ist halt einfach, dass eine Vitalstoffoptimierung darf einfach die Basis liefern für gesunde Zellen, weil für mich eingangs wieder erwähnt, wichtig ist die Zellenergie und damit die Lebensenergie einfach zu unterstützen. Und das darf ich halt über verschiedene Säulen machen, die wir jetzt eben besprochen haben. Da liefern die Produkte auf jeden Fall eine gute Basis dafür. Die Darmsanierung und Darmvitalisierung ist der Key-Schlüssel überhaupt, auch für Schönheit übrigens. Also wenn der Darm nicht in Ordnung ist, ich kann jedem ansehen, wie das Hautbild eigentlich dann ausschaut. Also wichtig ist, also Thema Schönheit ist der Darm neben vielen anderen Aspekten einfach die Grundsäule. Wichtig ist bei Produkten eigentlich eine hohe Bioverfügbarkeit, da lege ich immer großen Wert drauf. Ich bin kein Freund von irgendwelchen gepressten Tabletten oder nur im Notfall von Kapselprodukten, die ich dann meistens nur aufmache. Also eine flüssige Darreichungsform hat sich auf der Basis meiner wirklich mittlerweile 30-jährigen Erfahrung als sehr sinnvoll herausgestellt. Und auch da war ich halt angetan, weil das halt die Reihe erfüllt. Natürliche Inhaltsstoffe sind immer chemisch-synthetischen vorzuziehen. Das kannst du auf keinem Label sehen. Erschließt sich dir nicht. Also das ist letztendlich eine Vertrauensgeschichte, ob die Firma auf natürliche Inhaltsstoffe Wert legt oder nicht. Ich kann da die übelsten Sachen reinpacken und auf dem Label sieht das gut aus.
wie gesagt, das ist eine Vertrauensgeschichte. Auch Verbindung von Inhaltsstoffen, das sind alles so Aspekte, die eine Linie wirkungsvoll oder weniger wirkungsvoll machen. Ich kann Verbindung von Vitaminen oder Mineralien haben, die haben überhaupt keine Wirkung im Körper oder sind kontraproduktiv, andere wiederum sind unterstützend. Also es gibt so viele Aspekte bei der Formulierung von Vitalstoffprodukten oder Vitalstoffoptimierungsprodukte oder Nahrungsergänzungen, die zu berücksichtigen sind, wie man miteinander Inhaltsstoffe miteinander kombiniert. Also diese synergistische Wirkung, wenn ich OPCs mit Vitamin C kombiniere, im richtigen Verhältnis habe ich einen ganz anderen Booster-Effekt für das Vitamin C. Also die wirken auch zusammen wie in der Natur. Von daher, je natürlicher, desto besser eigentlich. Und das noch mit einem abgestimmten Produktkonzept, da lege ich auch immer Wert drauf. Deswegen habe ich immer diese Eingangsfolie gezeigt, was eigentlich benötigt wird für eine optimale Zellenergie, ist Lebensenergie, wie wir unsere Zellen bestmöglich gesund und energetisch halten, ist wichtig. Gute Verträglichkeit, Geschmack. Es nützt das Tollste nichts, wenn man es dauerhaft nicht einnimmt. Es darf nicht zu kompliziert sein. Also es gibt Linien, da schlage ich dann ab, die einfach mit zu vielen Kapselprodukten arbeiten und ich weiß nach dem dritten Tag schon nicht mehr, wie ich die kombinieren soll. Und außerdem geht mir das zuwider, diesen ganzen Kapselkram zu schlucken. Ich trinke halt lieber, auch was Kinder angeht. Ich möchte meine Kinder nicht an oder Enkelkinder nicht an Kapseln und Tabletten ranführen. Je natürlicher das ist in einer Saftform, desto besser. Und ich kann auch den H1, wenn der einem zu bitter ist, wir sind ja gar nicht mehr bitter gewohnt, dann einfach mischen. Also dann mische das in irgendeinen Saft rein und verdünnst mit Wasser noch ein bisschen. Dann kriege ich einen ganz anderen Geschmack hin, den auch Kinder oder unsere Enkelkinder dann halt nehmen. Einfach in der Einnahme ist es auch. Also es sind so Aspekte, die sind einfach wichtig, ob Menschen dauerhaft das nehmen oder einfach nur mal ganz kurz, weil ich kann mit über den Verstand alleine, kann ich mich gar nicht dauerhaft dazu programmieren, sowas einzunehmen. Das darf irgendwie natürlich in den Alltag eingehen und dazu muss es einfach sein, gut schmecken und gut verträglich sein auch. Ich möchte keine künstlichen Inhaltsstoffe drin haben, also weder künstliche Farbstoffe noch irgendwelche Trennmittel oder Rieselhilfen oder Konservierungsmittel, denn alles, was ein Produkt konserviert, macht auch meine Darmflora kaputt. Das ist auch kaum einem bewusst. Das gilt auch für Lebensmittel. Wenn ich Glyphosat drauf habe, dann macht das nicht nur die Bakterien oder die Virenparasiten auf den Pflanzen kaputt, sondern das macht auch meinen Darm kaputt. Also ja, wir haben da Milliarden von Bakterien drin, 10-mal mehr, als wir Körperzellen haben. Haben wir Bakterien im Darm und die dürfen wir hegen und pflegen durch einen guten Lebensstil und eine gute Ernährung. Also das ist, Qualitätskontrolle ist wichtig. Ich könnte so viel erzählen jetzt, aber wir sind schon so weit in der Zeit, dass ich das Ganze nicht jetzt überstretchen will hier. Ich denke, wir haben einige Aspekte angeteasert und mein Credo ist immer, es einfach tun. Also einfach mal umsetzen. Und man kann selber sich die Mühe machen und jeden Inhaltsstoff dreimal umdrehen. Es ist letztendlich eine Vertrauensgeschichte und ich teste dann irgendwann auch. Also ich, wie gesagt, Wirksamkeit ist das alleinige Maß der Wahrheit. Das ist mein Credo. Und ich habe schon die High-End-Produkte zugesandt bekommen, die mit zig Studien untermauert waren. Ich habe sie genommen, habe keinen Effekt gespürt. Also von daher ist für mich immer, wenn das sinnvoll ist, so ein Produktkonzept oder ein Produkt, dann einfach nehmen und ausprobieren. Und ja, immer in Kombination mit dem Healthy Lifestyle. Basische Ernährung, Bewegung, raus in die Natur gehen, in die Sonne gehen. Das sind einfach die Basics. Und wenn man einmal im Wald ist, ich war heute Mittag auch wieder mit meiner Frau im Wald, wenn du am Computer sitzt, der Kopf ist voll, du bist gestresst, einfach raus in die Natur. Du tankst Vitamin D, du tankst einfach, du atmest die Terpene ein und das ist ein Immunbooster. Und dann die Krönung auf dem Ganzen ist dann ein gutes Produktkonzept. Das war jetzt das Wort zum Sonntag. Das war jetzt eine mega, mega Zusammenfassung. Es hat mir wie immer sehr, sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht, das Hyuna-Produktkonzept vorzustellen. Das ist ja jetzt nicht unser allererstes Mal sozusagen. Wir haben ja schon ein bisschen geübt und jedes Mal sehr viel Spaß dabei gehabt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich habe heute selber wieder sehr, sehr viel dazulernen dürfen. Und ja, ich finde einfach auch deine Expertise da auch ganz wichtig. Und wenn du von Vertrauen sprichst,
Ja, das ist natürlich eine Frage. Wir sind hier natürlich ja, aus unserer Sicht natürlich mit den besten Unternehmen unterwegs und es zeigen ja auch die vielen tollen Rückmeldungen. Übrigens, wenn es heute Fragen gegeben hätte und wir jetzt einfach nicht mehr genug Zeit hatten, einfach an die Person wenden, die dich hier eingeladen hat. Die hat einen direkten Draht zu uns und wir können dir dann die Antwort liefern, die dir vielleicht jetzt noch gefehlt hat. Wir sind jetzt schon nach 8 und ja, vielen, vielen Dank und danke für eure Aufmerksamkeit und ja, wir sehen uns bei einem der nächsten Male. Alles Liebe und schönen Abend. Danke auch dir, Alexandra. Grüße an alle. Ciao.